Mir gegenüber steht Rüdiger Dorn, der hat gerade mit Istanbul das Kennerspiel des Jahres gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Du warst ja auch schon, oder fangen wir erstmal anders an, für alle, die das Spiel nicht kennen, in 2-3 Sätzen, worum geht's bei Istanbul? Ja, die Spieler, die schlüpfen in die Rolle von Kaufleuten in Istanbul und ihre Aufgabe ist es, als erstes 5 Rubine einzusammeln. Und diese Rubine, die bekommt man, indem man Aufgaben löst. Eine Aufgabe kann sein, verschiedene Edelsteine zu sammeln oder Geld abzugeben. Und das Besondere an dem Spiel ist halt der Zugmechanismus, weil es stehen 16 Orte zur Verfügung, aber die Zugweite ist halt begrenzt auf 1 bis 2. Und dann muss man jedes Mal, wenn man eine Aktion machen möchte, einen Gehilfen abgeben oder ja auch ihn wieder einsammeln. Und da besteht halt so ein kleines logistisches Problem. Wie mache ich das, damit ich als erstes diese 5 Rubine habe? Wir haben eben bei der Preisverleihung gehört, dass du gesagt hast, das Spiel wurde unheimlich lange entwickelt, über 3 Jahre. Was hat so lange gedauert? Ja, die Entwicklungsdauer, also rein zeitlich gesehen war das schon mit 3 Jahren. Es war nur so, vor 4 Jahren hatte ich sowohl das jetzige Il Vecchio als auch das jetzige Istanbul vorgestellt. Und Ralf hat beide Spiele gut gefallen und eigentlich wollten wir erst einmal ein bisschen an den Istanbul dran arbeiten. Aber dann plötzlich hat sich viel mehr getan im Bereich Il Vecchio. Und dann ist es so ein bisschen hinten dran gewesen. Wir haben uns dann erstmal ein bisschen drum gekümmert. Il Vecchio kam dann raus, aber von der Entwicklungszeit war dann anschließend, nachdem das veröffentlicht wurde, haben wir uns dann intensiv hingesetzt, weil das Spiel hatte ja auch Potenzial und da haben wir dann richtig schön alles noch rund gemacht und neue Mechanismen auch gesucht und. Wenn man ein Spiel entwickelt, gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen, entweder man geht vom Thema aus oder von der Mechanik. Kannst du ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte von Istanbul sagen und wie du an dieses Spiel herangegangen bist oder die Entwicklung dieses Spiels? Ja, ich bin einer, der sich immer von der Mechanik her annähert an so einem Spiel und bei mir war es einfach sehr wichtig, also mein Grundgedanke war einfach, dass ich einen variablen Ort habe, also immer wieder ein neues Szenario und dass ich mich durch diese Orte hier bewege, Aktionen mache, also das war mein erster Gedanke und diesen Zugmechanismus, der jetzt sehr herausgestellt wird, den gab es überhaupt noch nicht, also wir hatten noch, also ich hatte noch die Orte von A bis bla 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 mit Buchstaben versehen und ich hatte dann auch Karten, die ich ausgespielt habe und wenn ich die ausgespielt hatte, konnte ich nicht mehr hin. Das war also mehr Handling und gegen Ende der Entwicklungsphase, also wo wir uns dann intensiver hingesetzt haben, habe ich noch das Gefühl gehabt, Mensch, kriegen wir noch irgendwas hin, was so einen Kick ausmacht und ja, und dann habe ich so ein bisschen rumgespielt und durch dieses Rumspielen ist dann diese Sache entstanden mit diesem Mechanismus abgeben und wieder einsammeln, also und ja, das war. Wie ist es denn dann zum Thema gekommen, wenn du sagst, du gehst eigentlich von der Mechanik aus? Ja, bei mir ist es es ist sehr häufig so, wenn es gerade um Einkaufen und Verkaufen geht, bin ich sofort immer im Mittelalter, bla 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 und so war es hier auch und da macht man sich auch, also ich bin einer, der macht sich da nicht so viel Gedanken, weil mir ist wichtig, wenn der Redakteur sagt, hey Rüdiger, das Spiel ist gut und hat Potenzial, bla bla bla, dann weiß ich, dass das Spiel gut ist und dann kann ich Energie reinsetzen und sagen, okay, jetzt schauen wir mal nach einem Thema und dann setze ich mich auch intensiver hin, wie beim Il Vecchio oder auch beim Istanbul haben wir uns dann hingesetzt und haben gesagt, was ist denn noch nicht so ausgelutscht. Also ich fange sehr häufig, wie schon gesagt, mit Larifari-Themen an oder es ist auch themenlos, weil für mich ist erstmal wichtig, dass das Spiel funktioniert. So, die viele Spieler kennen das Spiel ja jetzt schon eine ganze Weile, in Anführungsstrichen, sind wahrscheinlich schon ganz heiß auf Erweiterung, was ja wahrscheinlich auch kommen wird, nehme ich mal an, wenn es jetzt kein Spiel des Jahres geworden ist. Eine Erweiterung gibt es schon, die Spielbox-Erweiterung, die Dönerbude. Welche Erweiterungen kommen denn in Zukunft noch oder was habt ihr beim Entwickeln vielleicht rausgenommen, was dann ja noch veröffentlicht wird? Ja, wichtig ist bei deiner Formulierung, weil es jetzt kein Spiel ist, erweitert, das war überhaupt nicht der Fall bei dieser Sache, weil es war jetzt tatsächlich so, dass wir oder dass ich, nachdem ich das Spiel im März bekommen habe, habe ich es ein paar Mal gespielt und ich fand es schön. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, Mai, da kann man ja noch irgendwas reinbringen. Also und da war ja auch noch nichts nominiert und ich wusste auch nicht in Oberhof, wie das abschneidet. Und dann habe ich mich einfach mal ein bisschen hingesetzt, weil sowas mache ich immer gerne, dass ich dann das gespielt habe, habe ich gesagt, Mensch, wo könnte man denn noch ein bisschen rumleuchten, was wäre dann noch spannend und. Und dann habe ich eine Erweiterung entwickelt und die habe ich auch schon in Oberhof vorgestellt. Und der
der Ralf, der fand das sehr schön, bis auf eine Sache, die haben wir jetzt aber rausgenommen. Und darin haben wir dann jetzt weitergearbeitet und wir werden das rausbringen. Wir hätten das so oder so rausgebracht, weil das einfach ein Mehrwert ist. Also wenn man das mal gespielt hat, dann wird man ohne diese Erweiterung, denke ich, das Istanbul nicht mehr spielen wollen. Okay, jetzt aber mal ein bisschen ins Detail. Was erwartet uns denn bei dieser Erweiterung? Spannende neue Aktionsschienen. Nein, es sind auf jeden Fall 4 Ortstafeln dabei und mir war es einfach wichtig, dass ich noch Alternativen habe. Also es wird auf jeden Fall einen Bereich geben, in dem man auch wieder die Möglichkeit hat, Rubine zu bekommen. Und dann gibt es noch einen zweiten Bereich, der auch sehr interessant ist. Aber ich gehe nicht auf Details ein. Soll in Nürnberg dann kommen. Alles andere ist jetzt gerade so im Fluss. Du warst ja 2012 auch nominiert für das Spiel des Jahres mit Las Vegas, beziehungsweise Vegas. Es hieß Vegas, genau, und heißt jetzt Las Vegas. Wie wichtig war dir denn jetzt, dass du heute gewinnst? Oder wärst du dann arg enttäuscht gewesen, wenn es wieder nicht geklappt hätte? Ich glaube, man ist immer enttäuscht, wenn man nicht gewinnt, weil die Nominierung ja schon eine Zeit zurückliegt. Man hat sich sozusagen, hat man das auch wahrgenommen, man ist jetzt nominiert und dann hofft man immer auf das Sahnehäubchen, das dann noch kommt. Und wie du auch gesagt hast, in der Vergangenheit war es so, dass man nicht gewinnt. Es war aber auch so, Istanbul war jetzt die 5. Nominierung. Ich habe mir aber nicht immer bei allen irgendwie Chancen ausgerechnet, bis auf Las Vegas. Und da war im Vorfeld halt die Erwartungshaltung, Mensch, das muss es werden und das spricht Familien an. Und da habe ich schon so einen Druck gespürt, habe ich mir gedacht, Mensch, das muss es auch eigentlich werden. Und da war die Enttäuschung sehr, sehr hoch. Weil du mich jetzt ansprichst mit 2014, da habe ich mir nur noch gedacht, warum soll ich es nicht schaffen oder warum sollen die anderen beiden gewinnen? Also da gehen so viele Gedanken durch den Kopf, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, jetzt bin ich super enttäuscht, aber man denkt doch, warum soll ich es nicht schaffen? Also das ist diese, ja, ich kann das schwer sagen. Also es war jetzt auf jeden Fall nicht der Druck da, aber es hat nichts dagegen gesprochen, das ist gegen meins spricht. Ne? Und dann im Grunde genommen ist es dann so, wenn sie dann den Vorhang hochheben und dann ist es da, dann habe ich mich riesig gefreut. Das war einfach wunderbar. Du bist ja eigentlich Grafiker und auch als Grafiker bekannt, hast als Grafiker auch schon den Graf Ludo gewonnen. Jetzt hast du als Autor das Kennerspiel des Jahres gewonnen. Über welchen Preis freust du dich denn mehr? Das ist eine schwierige Frage. Aber das Kennerspiel ist schon... Das ist so ungewöhnlich, weil das nie auf meinem Zettel stand.